Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem kleinen weihnachtlichen Gameplay-Video. Ich bin Dirk Selzbär und mich freut's, dass du eingeschaltet hast oder auch zufällig auf meinen Kanal gestoßen bist. Wie auch immer, mich freut's, dass du dieses Video jetzt anschaust. Und ja, wir machen ein kleines weihnachtliches Gameplay-Video zum Spiel Series Sam The Second Encounter. Ein ziemlich altes Spiel, ein Klassiker für manchen. Und ja, wir starten einfach. Man, it's cold. My nipples are like pencil erasers. Was weihnachtliches hat das Spiel jetzt nicht wirklich. Und aber so viel ich mich noch erinnern kann, kann man einen Weihnachtsmann jagen. Und das werden wir tun. Ich hab's jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Okay, Raketenwerfer. Ah, ja. Doppelläufige Schrotflinte. Immer gut. Oh, ho, ho, die Steuerung. Habe jetzt die letzten Wochen, Monate eigentlich fast nur Xbox One gezockt. Und boah. Alter, wie schlecht. Nur doch die Schrotflinte, die streut. Na. Ja, wie gesagt, einfach nur rumgeballert, sinnloses Umgeballert, nur hier bei Series 7. Wer das Spiel nicht kennt, wo war der Granatenwerfer? Ja, jawohl. So, ciao. Gehört. So, hier hat's noch was. Scharfschützenmunition. Und Munitionskiste. Und eine neue Waffe. Ah, der Granatenwerfer. Na, kommt er. Ein bisschen Munition sparen. Ah, okay, gut. Ja, mit den Revolvern, da hat man so viel Preis. Doch, unendlich Munition. Hat auf jeden Fall keine Munitionsanzeige irgendwo. Hier war's. So. Komm her, du hässliches Ding. Wow, 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 jetzt kommt auch noch so ein Star Wars Roboter. Oh, oh. Oh, wow, wow, der war aber schnell hier. Wie schnell laufen die? Sind da zwei? Ich meine, ich höre nochmal einen laufen. Ja, hier. Oh, oh. Ah, LT springen. Boah. Das ist mal voll ungewöhnlich. LT springen. Wo läuft denn der rum? Wo dackelt denn der? Ah, hier. So, boah. Ich glaube, die zweite Welle haben wir jetzt auch geschafft. Ja, wie gesagt, so richtig weihnachtlich ist das Spiel ja jetzt nicht wirklich. Ich schaue nur hier dieses Level, wo hier alles so verschneit ist. Und so wie ich weiß, läuft hier irgendwo ein Weihnachtsmann rum. Das weiß ich noch. Aber wo? Oder kommt der erst noch? Oh, oh. Boah! Alter, war das knapp. Boah! Wuhu! Da kommt her! Howdy! Alter. Bam!
Gut, der eine hat gut was abbekommen. Au! So, der ist hinüber. Wo ist der hin? Na, komm her! Andere, andere! Ja, ja! Uhu! Leck! Ja, das Spiel macht echt wirklich richtig Laune. Ich hab's jetzt auch schon 5-6 Jahre nicht mehr gespielt. Oh, ich glaube, nee, Quatsch, so lange ist jetzt auch nicht her. Ich weiß gar nicht, wann das auf der Xbox 360 rauskam. Aber da ist die Kamera, die... Ah, jawohl, ich wusste es doch. Aber nee, ich habe das auch schon früher gerne auf dem PC gespielt. Das war früher eins meiner Lieblingsspiele, weil die Grafik von damals... Also die Grafik sieht schon schlecht aus. Nicht schlecht aus, hä? Aber trotzdem, das Spiel hat einfach Laune gemacht. Und wie gesagt, ist einfach nur sinnloses Rumgeballer. Ah, hier oben haben wir noch Leben. Können wir aber nicht nehmen. Das Leben können wir nicht nehmen. Schade. Aber hier... Ah! Aber jetzt glaube ich Schalter. Ah! Was muss ich atmen? So. Wow! Alter, wie weit! Genau! Das hab ich aber nicht gelesen, was da dran stand. Ich wollte nochmal drücken. Mann. Ah, da ritt. Das war der Weihnachtsmann, oder? Ja, da ritt der Weihnachtsmann. Hihi. Ah, LT springen. Wo war jetzt zu? Vielleicht der rechte Stick, jawohl. Na, wo ist der Weihnachtsmann? Boah. Und holen wir uns lieber wieder Flinde. Ich glaube, einfacher. Na, komm her. Bam. Bam. Jawohl. Und was hat's? Eine Rüstung? Hey, der Weihnachtsmann. Hey, der hat ja richtig viel dabei. Na gut, ich schau, der Weihnachtsmann. Und eine Munitionskiste. Boah. Der hält aber viel aus. So, jetzt. Und was ist das hier noch? Unverwundbarkeit. Wow. Ja gut, aber das bringt uns jetzt hier nichts. So, dann haben wir, glaube ich, alles. Aber wer hustet denn da? Das ist mir vorher schon aufgefallen. Irgendjemand... ist hier ziemlich erkältet. Aber wer? Muss auf jeden Fall irgendwo da hinten sein, weil hier ist am lautesten. Irgendwo hier. Links. Ja doch, das ist... Ahaha! Ach, da oben hängt... Weihnachtsmann fest. Huhu, so ein Bengel. Wie holen wir denn jetzt runter mit einem Sniper, oder? War schön, du. Stiefel, pum, und es gibt Leben. Wahnsinn. 300 haben wir jetzt. Ich glaube, das wusste ich nicht mal. Ich kannte nur den Weihnachtsmann, der wo hier so rumrennt, den wo wir als erstes eliminiert haben. Naja. Ich glaube, wir haben hier alles. Dann gehen wir weiter. Ja, aber das Teil, das kann ich mir auch noch erinnern. Das geht richtig gut ab. Ja, Serious Sam Bomber. Oh, oh, ich habe das Gefühl, das geht gleich wirklich richtig ab.
Jetzt geht's richtig rund. Oh ne, Kamikaze. Ah, ich hasse die Viecher. Los, kommt her. Ich bin der Sam. Jetzt kommt noch die behinderten Skelettviecher, die Kasten. Oh, ich brauch die Thompson. Moadi. Ja. Oh, ist so knapp, ist so knapp. Oh, jetzt geht's aber richtig zur Sache. Lecko mio. Oh, mit der hässlichen Steuerung. Nein. Ist weg hier. Ich bin eingekesselt. Ja, das ist Serious Sam, ja. Und ich habe noch 100 Riegen hier gerade. Da geht's ja nur richtig, richtig ab. Da gibt's ja Endkämpfe, da kommen Millionen Gegner. Und ich glaube, das ist auch hier sogar beim Second Encounter. Da kommt im allerletzten Level, der letzte Endkampf, da kommen nochmal alle Gegner vom ganzen Spiel auf einmal. Da bist du glaube ich eine Stunde beschäftigt, so wie hier jetzt. Nur mit Schießen und Power. Gut, da hast du auch viel bessere Waffen. Oh, ey, wenn ich nur die Waffenauswahl checken würde. Weil die ist auf jeden Fall wichtig bei Serious Sam. Ah, ich brauch die Thompson. Da kommt noch eine Minigun, die geht dann richtig ab, das weiß ich noch. Da ist die Munition natürlich auch schneller weg. Oh! Hier. Ah, ich vergiss immer LT springen, ich drücke die ganze Zeit A und A, passiert nichts. Oh, langsam muss ich Munition sparen. Das gibt's doch nicht. Die behinderten Star Wars Dinger, die regen mich auf, kommt immer mit sich. Katze! Ah! Ah! Hey, ganz neben. Ah! Wuhu! Hey! Da. Ich bin langsam hier ein Schwitzen, der Rest der Weihnachten. Aber es macht Bock, ohne Scheiß, es macht Bock, Mann. Die Grafik ist halt immer schief. Wenn ich vielleicht sogar 1080p aufnehmen könnte. Hier war. Ja. Laser gegen Laser, so meine Freunde. Ach nö, da geht's weiter. Oh Mann, da zählt nur noch irgendwas, sagst du mal leben. Eins fehlt in dem Spiel, Sprinten, weil das war nur so, hier so laufen, das ist ein bisschen. Ja. Das hat doch damals so gut gedacht. Star Wars Roboter, da
Weißt du, Laser ein perfekt. Ich glaube, 4-5 Treffer und weg ist das Ding. Boah, so, ich glaube, das war's, ey. Dann würde ich sagen, beende ich auch hier dieses Gameplay-Video, dieses weihnachtliche. Auch wenn es nicht so richtig weihnachtlich war. Aber die Melodie im Hintergrund passt gerade genau richtig für einen Abgang, würde ich sagen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Genießt die paar Tage mit euren Eltern. Feiert schön Weihnachten. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Also Jungs, lasst es krachen. Und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Whee!